Aber jetzt gehen wir. Der Wagen ist fast komplett auf 100%, das heißt, wir gehen auch komplett auf Angriff mal. Attacke! Ich frage mich, warum die eigentlich so lange uns da vorne halten können mit den Autos. Auch wenn wir aufdrehen. Momentan sieht das aber gut aus. Anthony jagt die beiden Predators und Gomez mit seinem schlechten Start hat nur eine Position verloren. Jetzt die zweite. Aber unter den Top 10 noch nach der ersten Runde ist nicht selbstverständlich. Aber wir drehen mal die Reifen runter, sonst werden die zu schnell zu heiß. Den Motor können wir noch loslassen. Das ist ein bisschen Gedränge, würde ich sagen. Ja, nach zwei Runden immer noch nicht letzter. Aber jetzt wohl. Das dauert nicht mehr lange. Schuh. Komm, es schieb ihn raus. Doch nicht. Fahren Anthony vorbei. Anthony gegen Gomez. Jetzt kommt Schuh wieder dazu. Der, ja, man merkt, Gomez mag Schuh nicht. Und Schuh mag Gomez nicht. Ach, Anthony, lass dein Teamkollegen vorbei, bitte. Also es hat drei Runden gedauert, bis wir komplett letzter sind. Das ist ja Wahnsinn. Nee, ja, drei Runden, ja. Aber die Predators sind auch sehr schnell unten angekommen. Hi. Willkommen bei uns. Schön, dass sie uns Gesellschaft leisten hier hinten. Aber wie schnell waren bitte die Eastwoods vorne? Das war echt krass, wie schnell die vorne waren. Aber echt so, es gibt halt Fahrer wie hier Edda, Sabado, Gerard, ja und Becher. Auf die merkt man, auf die achtet man ein bisschen. Auch wirklich auf Apeloa achtet man so kein Millimeter und der ist aber mega stark gefühlt. So, Gomez dran an Santana. Ja, wir haben den stärkeren Wagen, das steht fest. Und Gomez kommt da easy mit. Und Gomez darf man wieder aufdrehen. Der soll an beiden mal von sich aus vorbeifahren. Ohne Boxenstopp. Das klappt sogar richtig gut. Ja, vor allem Gomez hat ja auch noch genügend Reifen. Nein! Gomez ist raus! Gomez ist raus! Nein! Jetzt muss es Anthony richten. Er hat noch 6 Liter Sprit im Tank. Den können wir mal aufdrehen. Das ist jetzt richtig ungut. Ein Punkt für Gomez. Das heißt, wir machen wirklich unsere 1 Million Minus jetzt. Das wäre ein Zufall, wenn wir es packen würden, da irgendwie noch in die Top 16 zu kommen. Wenn er nicht gerade der beste Fahrer ist. Der duelliert sich wieso die ganze Zeit schon mit Dings. Oh, der Salat war in der Box. Wir müssen bald auch in die Box wegen Dings Reifen. Hätte mit Gomez so ein gutes Rennen werden können, ey. Der war schneller als Santana und Evans. Und dann muss er die Karre in die Mauer schmeißen. Zehntiger wäre natürlich jetzt übelst geil gewesen. Aber nee, das wollte dann nicht rauskommen. Ende der Runde kommst du rein. Wehr dich gegen ihn. Wehr dich gegen ihn. Er muss auch noch in die Box. Meine Reifen sind so schnell durch, da fällt mir das berühmte Messer mit Butter. Keine Ahnung. Und Evans an uns vorbei. Das ist richtig übel, wie das läuft. Muss ich sagen, läuft nicht gut das Rennen.
Weil der erste ist auch bald überholt. Edda, du musst bitte in die Box. Nicht überrunden, wenn es geht. Santa Ana ist jetzt abgefertigt und... Die ersten sind in der Box. Das ist schon mal ein positives Zeichen, dass wir nicht überholt werden. Boah, er verbaut Reifen ohne Ende. Das ist unglaublich. Ah, der Salat ist auch vor uns. Er muss irgendwie noch den Evans überholen. Wie soll... Wenn es geht, sollten wir nicht allzu viele Punkte auf Dings verlieren. Ansonsten haben wir da richtig Probleme noch. Obwohl, das erste Rennen, wo wir Punkte gegen Budetta verlieren, ne? Aber er kommt nicht mit. Das ist das Problem. Mann, Gomez. In einem Rennen hatten wir, wo Anthony rausgefallen ist, da war das ein richtig starkes Rennen von Gomez, dass wir genauso viele Punkte wie die geholt haben. Einmal ist Evans rausgeflogen. Das heißt, Santana muss auch irgendwann mal rausfliegen noch. Go. Mach die Reifen kaputt. Lang sind wir noch nicht raus auf diesen. Hi. Da holen wir mal extrem auf die, das ist schon mal sehr gut. Sieben Runden können wir noch durchziehen. Danach müssen wir die Box, danach geht es mit den Überrundungen los und das ist richtig schlecht. Der war eiskalt mal über eine Sekunde schneller. In der letzten Runde. Das hast du alles kaputt gemacht. Alles. Frontspoiler, Bremse, Motor geht noch, der könnte eigentlich sogar durchziehen, Mann. Getriebe, Aufhängung. Okay, er ist frontal reingeknallt, dass Aufhängung und Frontflügel kaputt ist, okay. Wie sieht's hier aus? Ach, geht noch. Go. Ich glaube, wir müssen gleich mal die anderen Reifen aufziehen, die Soft-Reifen, damit wir länger fahren können. Ein paar Runden können wir noch, aber mal gucken. Oh, Santa Ana mit Reparatur vielleicht. Nächsten Rennen. Nächstes Mal. Vier Runden können wir noch. Das ist die Frage, ob die Reifen das durchhalten. Evans mit Reparaturjob. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Santa Ana ohne Reparaturstopp. Aber wir müssen halt weniger tanken, das ist der Vorteil. Oh, viele Reparaturstopps. Das ist schon sehr, sehr viel, wirklich. Der kommt genau in der Gruppe raus. Das ist inzwischen nicht so schön. In die Box, neue Reifen. So, 9 Liter sollten reichen. Wir sollten gute Position im Angreif und wir kommen weit vor Dings raus. Ja, aber Dings Santana könnte bald überrundet werden. Da haben wir vielleicht einen Liter zu viel getankt jetzt. Alter, ist sie weit weg. Na, wir konnten Evans hinter uns halt, weil er repariert ist. Wie sieht ein Santa Ana aus? Wird nicht repariert. Hat das Ei. Oh, könnte noch ausscheiden oder macht noch einen Reparaturstopp?
Ja, bremst doch noch mehr ab, Anthony. Und so weiter geht, überholst du so auch Evans. Ich weiß halt nicht, mit Dings wird es schwierig mit Santana, ob die wirklich durchfahren kann. Blaue Flagge. Das Gute ist, direkt beide können vorbeiziehen. Das ist das einzige Vorteil. Wenn mehrere Fahrer kommen, dann können die schneller durchziehen. Noch 6 Runden. Dreh den Motor auf. Dreh die Reifen auf. Fällt der Wagen schon durch. Und jetzt müssen wir mitziehen, wenn es geht. So lange wie möglich mit Platz 4 und 5. Ja, da haben wir aufgeholt. Oh, sie ist kaputt, sie ist kaputt, sie ist kaputt. Jawohl, danke für Platz 17. Wäre aber nicht nötig gewesen. Das heißt, wir verlieren keinen Punkt. Das ist richtig gut. Jetzt hoffen wir mal, vielleicht der El Salat. Kein Zeichen. Schuh hat kein Zeichen. Antonov auch kein Zeichen. Alter, Evans, der geht richtig ab. Santa Ana, die wird da richtig überrundet. Nee, also wahrscheinlich 17. Dann machen wir eine Million Minus. Das ist schade. Drei Runden Sprit haben wir noch. Sind bisher nur vom Platz 1 bis 5 überrundet worden. 6 ist hinter uns. Ah, ist die Frage, wie viel uns überrunden noch. Also von der reinen Strategie her können wir Budelte eigentlich mal schlagen. Vom Speed her wäre es diesmal auch möglich gewesen mit Gomez. Ja, vorbeiziehen lassen, so weiter. Also Platz 17 ist da schon relativ safe. Santana holt sogar auf Evans auf, weil der die ganze Zeit überrundet wird. Oh, letzte Runde, ne? Oh Gott. Also wenn Santana noch Evans überholt, dann hat Evans ja richtig Pech jetzt mit Überrundungen, ey. Ey, nur von den ersten 6 überrundet, das ist bei Anthony richtig stark. Aber Platz 17 ist wirklich schlecht. Wir sehen keinen Fortschritt bei uns. Und Santana überholt noch Evans, weil der mir Sprit ausgeht. Oh Mann. Ist schon peinlich, wenn der Teamkollegin einen überholt, obwohl die einen Job mehr hat. Dei. Aber, ja. Hoffe mal, dass wir einen guten Sponsor noch irgendwie kriegen. Vielleicht steht auch direkt schon einer da. Jetzt, wenn wir zurückkommen. Dann gucken wir uns den mal an. Wenn irgendwas steht mit 1,2 Millionen Vorzahlung, direkt annehmen. Direkt. Dann haben wir so gesehen ein bisschen Pause wieder. Die nächsten Sponsoren, die kommen ja auch noch bald. Oder laufen nicht jetzt 2 Stück aus? Weiß gar nicht. Nee, nach dem letzten Rennen laufen wir. Oh Gott, wir haben 3 Millionen Minus jetzt. Holz gewinnt ein Rennen. Ich um mein Holz. Oh, was mit Sarinen los? Sarinen! Nur 13 da. Okay, Phoenix ist eine schlechte Strecke, aber trotzdem. Und das nutzt keiner, ne? Wexler so ein bisschen, Chapman auch ein bisschen, aber Holz am meisten. Puh, dann schauen wir kurz nach dem Laden, ob da schon direkt ein Sponsorangebot ist oder nicht. Ja. Es ist noch keins da. Wir haben einen. Danach noch 2 Rennen kommt der Wan Chai. Wir müssen jetzt hoffen, dass es wirklich ein gutes Angebot kommt. Weil wir haben noch 3 Rennen. 3 Millionen Minus. 1,2 Millionen
könnten wir uns retten. Dann wären wir bei 1,7 nämlich. Dann wären wir bei 4,7. Also wir können es eigentlich nicht retten. Wir können uns nicht retten. Das ist schlecht, aber egal. Naja, mal gucken, was alles kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Tondela dabei seid beim zweiten Besuch der Rennstrecke. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.